Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 30. Oktober 2017. Heute mit diesen Themen. Spatenstich für 25 Millionen Euro Käseproduktion. Am vergangenen Wochenende lud die Gusta Freunde einer nachhaltigen und qualitätsvollen Konsumkultur in das Dornbirner Messequartier. Und Clemens Groß präsentiert das Kachelmann-Wetter. Die fünfte Ausgabe des innovativen Messeformats Gustav zog am vergangenen Wochenende rund 10.500 Personen ins Messequartier Dornbirn. Auch wir waren mit dabei. Erstklassiges Handwerk, nachhaltiges Schaffen, zeitgenössischer Geschmack und kreatives Design. Mit diesen Stichwörtern lässt sich die Gustav, der internationale Salon für Konsumkultur, wohl am besten beschreiben. 220 Aussteller aus den Bereichen Design, Kulinarik, Mode und Genuss präsentierten den Besucherinnen und Besuchern im Messequartier Dornbirn hochwertige Produkte für alle Lebensbereiche. Ich bin heuer zum ersten Mal auf der Gustav, präsentiere meine Firma. Es ist ein Generationsunternehmen in vierter Generation, seit 1882. Ich mache Einrichtungen, Floristik für jeden Anlass, ich mache Raum. Beratungen, Farbberatungen. Also am besten, ihr kommt mal vorbei und kommt bei mir hereinschauen. Die Gäste der Gustav zeigten sich sowohl vom Angebot der 220 Aussteller als auch vom mitreißenden Ambiente im Messequartier überzeugt. Laut aktueller Hochrechnung besuchten rund 10.500 Personen den Salon. Dies ist eine Besuchersteigerung von rund 10% gegenüber dem Vorjahr. Und die Besucher freuen sich bereits auf die sechste Gustav, welche am 20. und 21. Oktober 2018 über die Bühne gehen wird. Einen ausführlichen Messebericht zur Gustav sehen Sie übrigens ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Weltspartag, Sparbuch weiterhin beliebt. Wie aus einer aktuellen Studie der Erste Bank und Sparkasse hervorgeht, ist das Sparbuch in Vorarlberg weiterhin die beliebteste Sparform. Erstmals seit 6 Jahren liegt der Beliebtheitswert vom Sparbuch wieder bei 75%. Und Halloween steht vor der Tür. Während Verkleidungen und Maskeraden nun doch erlaubt sind, bleiben manche Streiche verboten. Die Polizei bittet Eltern darum, die Kinder zu sensibilisieren. Wenn Straftaten begangen werden, wie sie zu Halloween eben oft vorkommen, wie das Beschmieren von Hauswänden oder das Beschmieren von Fahrzeugen, aber auch kleinere Sachbeschädigungen wie das Zerstören von Briefkästen oder das Zerstören von Blumenkästen, das sind keine Kavaliersdelikte, das sind strafrechtliche Delikte, die auch dementsprechend geahndet werden. Es ist so, dass Kinder unter 14 Jahren oder Jugendliche unter 14 Jahren strafrechtlich nicht belangt werden können, aber sehr wohl können die Erziehungsberechtigten auf dem Zivilrechtsweg belangt werden, beziehungsweise der Geschädigte kann auf dem Zivilrechtsweg seinen Schaden einklagen. Mit dem neuesten Verhüllungsgesetz ist immer die Diskussion, was darf man anziehen, was darf man nicht anziehen. Ist Halloween nun ausgenommen oder muss man Halloween mit Strafen rechnen, wenn man das Gesicht nicht erkennen kann? Maskierungen und Verkleidungen zu Halloween sind nicht mit Strafe bedroht. Es handelt sich hier mittlerweile um ein Brauchtum. Vorarlberg Milch legt den Grundstein für die Erweiterung ihrer Käseproduktion inklusive Reifungskeller, Hochregallager und Verpackungsbereich. Wir waren bei der Grundsteinlegung am Montagvormittag mit dabei. Voller Motivation wurde heute bei der Vorarlberg Milch der Spatenstich zum Generationsprojekt gestochen. Ein modernes Käsekompetenzzentrum soll in den kommenden Monaten am jetzigen Standort der Vorarlberg Milch entstehen. Ja, für uns ist es ein ganz freudiger Anlass. Wir haben den Spatenstich zu unserem Generationenprojekt. Hier geht es um eine wesentliche Erweiterung der Vorarlberg Milch. Wir erweitern und zwar vor allem Käsebereich, Käsekompetenzzentrum, eine Verdoppelung der derzeitigen Käsereiferäume plus Hochregallager und entsprechende Käseabpackzentrum. Was genau wird hier gebaut? Was ist die Fläche, die dazu gebaut wird? Also insgesamt reden wir hier über eine ungefähr
Verdoppelung unserer Käsekapazität. Also wir reden nachher von 3600 Tonnen Käsereifekapazität oder anders gesprochen ungefähr die Hälfte unserer Milch können wir zukünftig in Käse veredeln. Ein Horegallager mit ungefähr 3000 Palettenplätzen und ein Käseabpackzentrum mit ungefähr 1200 Quadratmetern Größe. Die Partnerschaft mit der Stadt Feldkirch zeigte große Zufriedenheit auf beiden Seiten. Für die Stadt Feldkirch ist das zum einen ein klares Bekenntnis zum Standort Feldkirch. Es ist aber auch für die Wirtschaft und die Betriebe hier in der Region eine erfreuliche Investition, weil vor allem auch heimische Unternehmen mit dem Bau zu Investitionen und Aufträgen kommen. Und es ist für die Stadt Feldkirch auch ein erfreuliches Bekenntnis zum Standort, weil die Vorarlberg Milch mit mehr als 120 Mitarbeiterinnen und 9 auszubildenden Lehrlingen ein wichtiger Arbeitgeber in der Region ist. Wir haben in der Vergangenheit bereits bei der Betriebsansiedelung mögliche Flächenreserven für die Vorarlberg Milch zur Verfügung gestellt und damit heute die Möglichkeit geboten, dass diese Erweiterung, diese Investition auch überhaupt erst realisiert werden kann. Ländlermilch investiert somit in die Zukunft der Vorarlberger Landwirtschaft, aber auch in die jungen Arbeitskräfte, die ab 2019 vor Ort eingesetzt werden sollten. Ja, das Bauvolumen ist 25 Millionen Euro, also ganz eine beträchtliche Summe und die größte Summe, die in der Geschichte der Vorarlberg Milch investiert wurde. Soweit zum Spatenstich von Vorarlberg Milch. Was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Vorarlberg Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler fordert mehr Rechte zur Kontrolle des illegalen Glücksspiels. In diesem Jahr wurden bereits über 370 Glücksspielautomaten beschlagnahmt, geht aus einer Anfragebeantwortung an die NEOS hervor. Vorarlberg Milch, Spatenstich für 25 Millionen Euro Bau. Während sich viele Kinder und Erwachsene wieder auf Halloween freuen, warnt die Polizei vor Sachbeschädigungen und Ruhestörungen. Die Beamten werden in der Nacht auf Mittwoch wieder verstärkt im Einsatz sein. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Hallo, grüßt euch miteinander. Ich stalle auf der Silbertaler Echo-Platte. Echo! Was tut ja? Und wie das Wetter die nächsten Tage ist, sage ich euch gerade auch noch. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Am Dienstag stellt sich freundliches, aber auch sehr frisches Herbstwetter ein. Der Tag startet fast im ganzen Land schon mit viel Sonnenschein und nur wenigen hohen Wolkenfeldern. Vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden können sich so vom Bodensee über das Rheintal ein paar teils zähe Nebelfelder halten. In der Früh ist es vielerorts frostig kalt draußen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 Grad direkt rund um den Bodensee und -4 Grad in etwa rund um den Bregenzer Wald und um die Adelbergregion. Punktuell kann es hier auch noch eine Spur kälter sein, wie im Raum Lech mit etwa -6 Grad. Tagsüber geht es dann nach Auflösung der Nebelfelder mit viel Sonnenschein weiter. Es ziehen nur ein paar harmlose Wolkenfelder durch und die Temperaturen steigen auf rund 7 bis 10 Grad. Auf der Lobspitze in rund 2605 Höhenmetern werden am Nachmittag -2 Grad erreicht. In den kommenden Tagen bleibt uns dann das ruhige und freundliche Herbstwetter erhalten. Der Mittwoch startet im ganzen Land zum Teil wieder frostig bei rund -1 Grad. Örtlich kann es auch kälter sein. Tagsüber bleibt uns der Sonnenschein erhalten, es ziehen ein paar harmlose Wolkenfelder durch und am Nachmittag wird es im Rheintal eine Spur milder mit rund 13 Grad. Am Donnerstag und am Freitag geht es mit angenehmem Herbstwetter weiter. Es wird milder, die Temperaturen steigen an den Nachmittag auf rund 14 Grad. Dazu ziehen im Tagesverlauf immer wieder mal auch zum Teil dichtere Wolkenfelder durch. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.